Hi Leute und willkommen zurück zu Shining Resonance Refane. Ich bin jetzt oben schon zu dem Stützpunkt der Imperialen gegangen und habe tatsächlich auch schon die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe gemacht. Das Problem ist, wenn man bei den Kämpfen stirbt, natürlich beim ersten hier, kann man noch mal aussuchen, ob man noch mal hier vorne starten will oder direkt im Kampf. Das ist noch okay. Bei den nächsten aber kannst du halt nur den Kampf direkt starten oder den Spielstand neu laden, was halt sehr problematisch wird. Denn ich habe in der Festung selber habe ich noch keinen Speicherpunkt gefunden, was mir ein paar Probleme macht. Also wir überspringen das Ganze jetzt. Die Wachen sind immer noch da, darüber wundern sie sich. Lesten und Agnum bieten jetzt an, die Wachen abzulenken, damit die anderen reinschleichen können. Und ich habe ein bisschen nachgelevelt, so um das Level 60 rum. Einfach, weil ich das mit 48 bis 56 nicht geschafft habe. Ich zeig das hier. Hier 58, 57. Yuma ist glaube ich was mit 60. Und wow. Ja, die, wie ihr seht, letzten war einmal schon fast tot, die machen richtig viel Schaden. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das jetzt 10 Level weniger wären bei allen, einfach fast nicht machbar, ohne praktisch alle Heil-Items zu verschwenden, die man hat. Gut.
Okay. Sehr viel besser als meine ersten Versuche. So. Da die beiden jetzt draußen sind, haben wir natürlich hier ein anderes Team jetzt. Und ich muss erst rum. So. Sonja hier in die Mitte machen, damit sie ihre Spezialoutfit bekommt. Genau. Kirika ist die höchste, weil die immer mit dabei war, als ich die eine Gruppe gelevelt habe und die andere immer als Heiler natürlich. Deshalb hat die am meisten Erfahrung bekommen. Und die hat auch zwei super starke Attacken. Die würde ich hier auch gerne geben. Genau. Und ich sehe hier halt nirgends von Speicherpunkt. Was halt so mein Problem ist. Ich weiß den Weg direkt zum Bosskampf hin. Und wenn ich da halt sterbe, kann ich halt nur den Bosskampf wiederholen oder zu meinem letzten Spielstand zurück. Und dann sind wir wieder draußen. Hier war jetzt... Ich glaube nichts weiter, oder? Weil für mich sieht das so aus, halt so wie so eine Ebene, wo du einfach ein bisschen nachleveln kannst. Aber... Wie gesagt, hier ist nirgendwo ein Speicherpunkt. Es bringt mir ja nichts, wenn ich meine ganzen Heil-Items und so weiter verschwende. Und dann die mir hinterher beim Bosskampf fehlen. Aber, wie gesagt, nichts gefunden. Und ihr seht, die machen auch richtig Schaden. Ich wüsste nicht, warum man an so einen schweren Gegnern hier noch leveln sollte. Die sind halt eher nervig als alles andere. Vielleicht habe ich die noch irgendwo übersehen, den Speicherpunkt oder so. Get ready. Here they come. We've been spotted. Wir gehen jetzt einfach mal. Get ready. Here they come. Nein. Ja, instant paralysiert. In Ruhe. Und selbst die haben mich vorher, bevor ich weitergelevelt habe, einmal getötet. Einfach so eine random Gruppe. Ich dachte, ja, machst du die? Nix. Nix. Jeder hat da 500 Schaden gemacht und ganze Charaktere waren mit wenigen Hits tot. So, hier kurze Cutscene, der Professor Doktor verrückt sagt, oh Cest, hilf mir, die kommen. Was Cest natürlich vollkommen egal ist. Enemy approaching. We've been spotted. Ja, ja. Get ready. So, und hier ist schon das Ende. Also hier würden wir gleich den Bosskampf anfangen.
Und wie gesagt, hier ist... Ich weiß nicht, wo hier ein Speicherpunkt oder sowas sein soll. Target confirmed. Hier kommen wir hinten auf die andere Seite nochmal raus. Praktisch die obere Hälfte, wo wir von der anderen Seite nicht rankamen. Let's go, everyone. Und hier sehe ich auch nichts, das irgendwie wie so ein Speicherpunkt oder sowas aussieht. Naja, wir versuchen die Bosse, Spoiler, es sind mehrere, die uns gleich wahnsinnig ärgern werden. Let's get going. Well, well, well. A touching reunion. So. Er hat sich jetzt auch einen Drachen beschafft. Weil er sich denkt, Drachen sind cool, da kann ich mir auch einen holen. Das ist praktisch der andere, zu dem den Georg schon benutzt hat. Und der hat die Angewohnheit, sich wie so ein Brummkreisen im Kreis zu drehen und dann immer Attacke zu schießen. Was mega nervig ist. So, hier war seine Spezialität. Jetzt müssen wir gucken. Die hat mich auch schon... Yeah.
ganzen Raum permanent Damage. Er sollte gleich down sein. Eher nicht ich. Ich dachte, hier ist jetzt schon... ein paar Schläge gefehlt. Okay, gut. XP. Defeated. So. I see. Und jetzt kommt Georg, der sich sagt, ich mache euch alle One-Hit. Jedenfalls beim letzten Versuch. Und das war ziemlich fies von ihm. Und das ist praktisch der beste Skill, den Kirika bekommen kann. Wiederbeleben, alle Statuseffekte wegmachen und HP heilen. Für einen Kampf ist der nicht so nützlich, denn er hat so eine richtig lange Castzeit, in der sie seit 5-mal totgeschlagen werden kann. Deshalb benutzen wir den auch nur so aus dem Inventar heraus. Ich müsste jetzt... ja, wir müssen auf... und Moment, genau, die anderen beiden sind jetzt auch wieder in der Gruppe. Genau, die Attacke sollte er möglichst nicht machen. Das ist einfach ein aufgeladener Schwertschlag von ihm, zack. Alle... tot. Okay, ich müsste diesen Stärke-Buff haben. Und da ich nicht weiß, was hier nachkommt. Ja, wir machen Song an. Und zwar den hier. Damit geht die Angriffskraft von ihm runter. Yeah, that was great.
Zum Glück haben wir ihn schon gedebufft, sonst wäre ich jetzt tot. Nein, bitte nicht. Komm, zwei Schläge. Ja. Okay. Zwei Level ab. We won! With this, Georg's plan is in ruins. They shall never awaken Deus. Yuma, we got him! Yeah! Well, well. You never learn, do you? It's a bit early to celebrate. What's that supposed to mean? I told you. You face the inheritor of the almighty Deus. Like that would be enough to kill him. What? Georg, how did you live through that? His wounds are all gone? That's how he survived that explosion. Right, Genus told us. Georg was hiding his true power. We should run. What? We can't win a head-on fight with... Run home with your... Sonia! I know. Okay. Ah, well. They cannot be underestimated. Well, yes. So then, how do we deal with them? I've got an idea. Zest? I was watching Georg, saw you fight, and you know what? You really are stronger, and thanks to you, I'm over it. I think I'll take your advice. What's that supposed to mean? What? Why would you want Gjallarhorn? Are you really that surprised, tough guy? I'm still the number one candidate for inheriting Deus, right? Quite. Yes, that is true. You are number one. Georg is too. Damn it, Joachim. See? So really, doesn't that put me higher up on the list for ownership of the sword? Damn you, Zest. I agreed I would fight you after I received the power of Deus. You said you would help me with the resurrection first. Sorry, but I don't really care about any promises any. Back then, I was so desperate to fight a real challenge, I figured a god would do the trick. So I took your deal. But now... Now I have someone I have to fight. I have to get stronger than them. So I just gotta use anything I can to make that happen. Deus, or the World Dragons, I'll take whatever I can get. Why now? Why are you doing this? Push forward, no matter the consequences. That's what you said, right? Well, I'm ready to do anything to get stronger. Marvelous. In that case, allow me to readjust Gjallarhorn for use. Joachim, man, come. Zest, what? You heard the man? Damn the consequences. We can do a whole lot more than that. Now you're gonna get to have some real fun. Time to show the world what you can do. We're gonna make a masterpiece.
we even fight Georg? How do we beat someone who can heal all his wounds the moment he gets them? Maybe if we hit him so hard that he wouldn't have time to recover. But I don't even know how we'd do that. True. He survived a head-on assault from the Draco Machina. Could we surpass that power? Could we even match it? Maybe the Shining Dragon could do it. Wait, really? I don't know for sure, but if I could use the Shining Dragon's full power, then maybe. Why, yes, we've never seen its full strength after all. But are you gonna be okay? You know what happens when you... I agree. If you push yourself too hard and lose control again... It's okay. I know. I won't push myself that far. Even if the power overwhelms me again, I'll be fine as long as you're all with me. I guess so. We stuck together before, and we still got through it. All right. We're going to fight back, together. If Georg wants to resurrect Deus, he'll have to go through us. Yuma. Yuma. What's wrong? You mentioned unleashing our power, completely breaking my seal. Yeah, we might have to if we want to beat Georg. You cannot. Huh? That limit is not for you to break. Why not? This is the first time you've ever told me not to use... Indeed. If you desire the power to fight, I offer it freely. That shall not change. I ask only one condition. Do not reach beyond our limits. Do not call upon all of my strength. Then tell me why. Yuma, there remains one secret I have kept from you. Genus spoke true. I should have told you much sooner. I could not bring myself to say it. But the time has come. I must speak plain with you. Huh? What are you talking about? If you unleash my true ultimate power, it will destroy you in body and soul. Do you see now? No matter the reason, you must never wield my full power. Sorry, but I can't promise that. What? If that's the only option I have, then I won't hesitate. Yuma. Now I have the energies of all five world dragons. Even if something goes awry, I should be prepared for the worst. Even if the seal's weakened more than my estimates, even if it breaks, I can seal it again. But with no dragon soul at its core, I can only unleash the energy a single time. I'll have to be careful about when I use it. How will the seven dragoneers move? And... will I finally see the path to the last song? Now is the time to observe. The key to everything lies within Yuma. But the most unpredictable element now is the Sanguine Church itself. Georg, with his newfound power, and that boy who claimed himself the strongest, Zest. He could be a threat. Not many moves left until the game is over. I need to think carefully. What were you thinking working with Zest? Huh?
waste. I beg to differ, my good captain. Who am I to question it if he's finally putting forth some effort? You'd allow a power-hungry, non-believer like Zest to mantle Deus. You see nothing wrong with that arrangement. What's to allow or disallow, hmm? The aim of the Sanguine Church has always ever been to restore our Lord Deus to this world. Nowhere in Scripture is the shape of his vessel described. And Zest, by my data, has the highest compatibility rating of any captain. It's a fluke! What about all those generations of careful breeding, of cultivation, of devotion? What becomes of the disciples of Deus now? Oh, that? Yes, that project no longer offers anything of value to my work. Nothing of value? And another thing, with regard to Zest's unprecedented compatibility rating, is this too not revelation from Almighty Deus? Has he not made his chosen vessel apparent in this, our hour of seeking? Zest couldn't care less about Deus, or even the faith. He does not deserve the mantle. Georg, Georg, my friend, my captain. Are we not swords of the church? Is our purpose not to see its will realized in the world? You aren't wrong. Then stow your foolish pride and help me prepare Zest to mantle Almighty Deus. No. Absolutely not. I will inherit our Lord's blessing and no other! Oh, Georg. That's a dangerous line of thought. Entitling yourself to the gifts of Deus. Is that pride I'm hearing, or heresy? Keep up that rhetoric and I'll have no choice but to file a report with the Inquisition, you know. You would charge me with heresy? I would and I will, if you keep up this idiotic messiah complex. And should that come to pass, why all this talk of compatibility ratings would be the least of your worries in the face of excommunication, my dear captain. Now, are you a sword of the church or a sword against it? You think to make demands of me? Give me orders? What kind of fool? I am no fool! Don't you understand? I am chosen. You don't even understand a word I'm saying, do you? Lost! If anyone here is lost, it's you, my poor captain. Then allow me to translate. Had you forgotten, Joachim, what it means to make an enemy of me? Come now, captain. You can't kill me. You need me to mantle Deus, yes. Otherwise, you'll never... The pieces have found their final places upon the board. Your services are no longer required. And now, I will claim my inheritance. So, was ist mit den anderen beiden Mädels? Everyone, it's an emergency. What? When did the... I don't know who the messenger is, but he says he's... Commander. I don't know his... His Radiance? We won't know what they're really... No, Zest kommt schon. You're here. Nice. Okay, Zest machen wir aber erst im nächsten Part. Ciao, Leute.